5 Minuten bis zum ersten Wertungslauf. Deutscher Jugend B-Cup Rennrodel weiblich. Erste Starterin Lilly Bierast, RRC Altenberg. Zwei Minuten bis zum ersten Wertungslauf. Bitte zum Start vorbereiten. Und ich sehe, wir sind startbereit. Es geht los mit Lilly Bierast, RRC Altenberg. Bitte Vorsicht an der Bahn, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, Startseite 7:38 für Lilly Bierast, die ja hier die Zeit vorlegt. Nächste am Start Laura Löschner, WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Ja, eine Richtzeit, Kreisel raus 26:81.
Zeit im Ziel für Lilly Bierast 49,22. Schlitten im Ziel. Nächste am Start, Laura Löschner. Die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Die Startzeit für Laura Löschner 7,63. Nächster am Start, Helena Trampe, SV Ilmtal, Manebach. Zeit für Lilly Bierast 7,38 und 49,22. Ja, die Zeit ist ganz ordentlich, wenn ich das so vergleiche. Die Jungs eben mit 48 Mitte, glaube ich. Davon ist also hier die Zeit sehr gut. Im Moment unterwegs Laura Löschner. 4 Zehntel Rückstand auf Lilly Bierast im Labyrinth und die Zeit im Ziel für Laura 49,63 und im Moment Rang 2. Schlitten im Ziel am Start, Helena Trampe, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Die Startzeit 7,47, die Zeiten für Laura Löschner 7,63 und 49,63. Im Moment Rang 2. Nächste Starterin Naomi Lietz, RC Berchtesgaden. Gucken wir auf die Zwischenzeit für Helena Trampe 26,94, zweitbeste Zwischenzeit aus dem Kreisel heraus. Rückstand 13 Hundertstel auf die führende Lilly Bierast. Im Labyrinth wird der Abstand kleiner, nur noch 8 Hundertstel einfach der Zielkurve und die Zeit im Ziel für Helena Trampe 49,27. Ja, 5 Hundertstel der Rückstand, damit im Moment Rang 2, aber hier im zweiten Lauf noch viel möglich. Der Schlitten im Ziel, nächste am Start, Noemi Lietz, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startzeit für Noemi Lietz 7,77, auf die Tausendstel auch 7, also hier eine Schnapszahl. Nächste am Start Lara Hartmann, BSC Winterberg. Schauen wir noch einmal auf die Zeit von Helena Trampe, 7,47 und 49,27, im Moment Rang 2. Noemi Lietz im Kreisel kommt mit 27,35 heraus, viertbeste Laufzeit, halbe Sekunde der Rückstand. Rückstand wird im Labyrinth größer, 6 Zehntel Einfahrt der Zielkurve. Die Zeit im Ziel für Noemi Lietz 50,04, das ist zunächst Rang 4.
Schlitten im Ziel. Am Start Lara Hartmann, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, Startseite 7,50 für Lara Hartmann. Die Zeit für Noemi Lietz 7,77 und 50,05 im Moment hier auf Rang 4. Nächste Starterin Stella Florschütz, BRC 05 Friedrich Roda. Lara Hartmann im Kreisel mit 27,27 kommt sie heraus, fährt beste Zwischenzeit, 46 Hundertstel. Der Rückstand hier auf Lilly Bierast, die im Moment das Feld noch anführt, ist leicht am Verlieren, wird langsamer. Ja, schauen wir mal, wie die Zeit hier im Ziel aussieht. Einfahrt der Zielkurve, 5 beste Zwischenzeit und im Ziel Rang 5, 50,08 für Lara Hartmann. Schlitten im Ziel am Start, Stella Florschütz, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startseite 7,74 für Stella Florschütz. Die Zeit für Lara Hartmann 7,50, 50,08. Die Laufzeit im Moment auf Rang 5. Nächste am Start, Leana Meyer, RC Berchtesgaden. Da bin ich einmal gerutscht. Emma Schulze, BRC Ilsenburg, die nächste am Start. Stella Florschütz unterwegs, sechstbeste Zwischenzeit nach dem Kreisel, eine Sekunde bald ihr Rückstand. Oh, etwas unruhig hier unten im Labyrinth. Und schauen wir mal, wie sie ins Ziel hineinkommt. Mit 51,15, fast 2 Sekunden. Der Rückstand bedeutet zunächst Rang 6. Schlitten im Ziel am Start. Emma Schulze, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startzeit 8,07. Nächste Starterin Leana Meyer, RC Berchtesgaden. Die Zeit für Stella Florschütz 7,74 und 51,15. Schauen wir auf die Zwischenzeit von Emma Schulze, 28,05 nach dem Kreisel. Da fährt sie so im Moment von den Zwischenzeiten her um den 7. Rang herum. Und die Zeit im Ziel für Emma Schulze 51,18. Zunächst hier Rang 7. Schlitten im Ziel, Lammstart, Leana Meyer, die Bahn ist frei.
Schlitten ist gestartet. Die Startzeit 7:35, die im Moment beste Startzeit hier im ersten Wertungslauf. Führen tut hier Lilly Bierast vor Helena Trampe und Laura Löschner. Nächste Starterin Fenja Graul, BSC Winterberg. Schauen wir aber auf die Zwischenzeit von Leana Meyer, 26:85, 400stel, ja knapp 500stel Rückstand auf die führende Lilly Bierast. Es werden mehr 800stel hier in der Kurve 11, aber ist im unteren Bereich eventuellerweise bei einer sauberen Fahrt noch was drin? Nein, jetzt sind es schon eine Zehntel, 1500stel und die Zeit im Ziel für Leana Meyer. 49:42, 2/10 der Rückstand, im Moment Rang 3. Schlitten im Ziel, am Start Fenja Graul, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startseite 7:70. Zeit noch einmal für Leana Meyer, 7:35, Laufzeit 49:42, im Moment Rang 3. Also Lilly Bierast führt nach wie vor, 2 Helena Trampe, 3 Leana Meyer, 4 Laura Löschner und 5 Noemi Lietz. Nächste am Start, Florentina Sorg, RT Suhl. Schauen wir nach Fenja Graul, 27:38, Zwischenzeit nach dem Kreisel, 6/10 Rückstand auf den führenden Schlitten, auf Lilly Bierast. Ja, bleibt bei dem Rückstand und im Ziel Fenja Graul auf 5:49, 5:95. Im Ziel am Start Florentina Sorg, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Die Startzeit für Florentina Sorg 7:73. Zeiten für Fenja Graul 7:70, 49:95. Im Moment hier auf Rang 5. Nächste Starterin Paulina Hohn, WSV Königssee. Nach dem Kreisel Florentina Sorg 27:49, knapp 7/10 Rückstand, 8 beste Zwischenzeit. Ja, wird nicht schneller, bleibt im Moment bei 7/10, 8/10 im Labyrinth und die Zeit im Ziel für Florentina Sorg 50:24, zunächst Rang 8. Schlitten im Ziel am Start Paulina Hohn, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startzeit für Paulina Hohn 7:76, die Zeit für Florentina Sorg 7:73 und 50:24, im Moment auf Rang 8. Nächste Starterin Regina Goldbrunner, WSV Königssee.
Blick noch einmal auf die Platzierungen. Es führt hier Lilly Bierast vor Helena Trampe und Leana Meyer. Zwischenzeit für Paulina Hohn 27,64. 8 Zehntel der Rückstand, zehntbeste Zwischenzeit hier im Moment. Wächst auf eine Sekunde, über eine Sekunde. Ja, schauen wir mal, wo sie hier sich einsortiert. Paulina Hohn im Ziel mit 50,85 und das ist hier im Moment Rang 9. Schlitten im Ziel. Am Start Regina Goldbrunner, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startseite 7,67. Die Zeit für Paulina Hohn 7,76, 50, 85, im Moment Rang 9. Nächste Starterin Maria Schneider, ESV Chemnitz. Die Zwischenzeit für Regina Goldbrunner 27,62. Über eine Sekunde auch hier der Rückstand auf die führende Lilly Bierast. Ja, da fährt sie noch ein bisschen die Kurven weit aus, also Schwung rausgenommen. Die Zeit im Ziel für Regina Goldbrunner 51,15. Das ist hier zunächst Rang 10. Sortiert sich direkt hinter Paulina Hohn ein. Schlitten im Ziel, am Start Maria Schneider, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Schlitten gestartet, Startzeit 7,75. Nächster am Start war Vanessa Platte, BRC Hallenberg. Die Zeit für Regina Goldbrunner 7,67 und 51,15 bedeutet zunächst hier Rang 10. Die Zwischenzeit für Maria Schneider 27,52. 7 Zehntel der Rückstand auf dem führenden Schlitten bedeutet hier im Moment Rang 9. Ja, kann sie hier die einstellige Platzierung bis ins Ziel behalten. Einfahrtzielkurve sieht es gut aus. 44,53 ist im Moment auch die neuntbeste Zwischenzeit. Und im Ziel 50,81. Rückstand 1,58. Das ist Rang 9. Schlitten im Ziel am Start, Vanessa Platte, die Bahn ist frei. Schlitten ist gestartet, die Startseite 7,94. Die Zeiten für Maria Schneider 7,75, Gesamt 5, oder die Laufzeit 50,81 ist im Moment Rang 9. Nächste Starterin Alina Triebel, WSV Erzgebirge Oberwiesenthal. Schauen wir auf die Zwischenzeit von Vanessa Platte 27,90. Eine Sekunde der Rückstand, 13 beste Zwischenzeit hier an dieser Stelle.
Elftbeste Zeit für Vanessa Platte, 51,06 im Ziel, Rückstand 1,8 Sekunden. Im Ziel am Start Alina Triebel. Die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Die Startseite 7,73 ist ein bisschen noch an die Bande gefahren. Schauen wir dann gleich mal auf die Zwischenzeiten. Aber zunächst erstmal die Zeit von Vanessa Platte. 7,94 und 51,06 im Moment Rang 11. Nächste Starterin Lena Sittenthaler, RC Berchtesgaden. Zwischenzeit für Alina Triebel 27,63. 8 Zehntel der Rückstand. 12. beste Zwischenzeit hier an dieser Stelle. Einfahrt der Zielkurve, 13. beste Zwischenzeit und im Ziel Alina Triebel mit 51,10 bedeutet dann hier Rang 12. Schlitten im Ziel. Am Start Lena Sittenthaler, die Bahn ist frei. Schlitten ist gestartet. Die Startzeit für Lena Sittenthaler 7,64, die Zeit für Alina Triebel 7,73, 51,10, im Moment Rang 12. Führend tut hier nach wie vor Lilly Bierast vor Helena Trampe, Leana Meyer, Laura Löschner und Fenja Graul, die ersten fünf. Nächste Starterin Sanne de Groot, BSC Winterberg. Schauen wir auf die Zwischenzeit für Lena Sittenthaler 27,51, circa 9 Zehntel zurück auf den führenden Schlitten, auf die führende Lilly Bierast. Ja, wird etwas schneller im Labyrinth. 9. beste Zwischenzeit dort und im Ziel Lena Sittenthaler mit 50,69 und das ist Rang 9. Und Schlitten im Ziel, am Start Sanne de Groot, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Schlitten gestartet, Startzeit 8 Sekunden für Sanne de Groot. Die Zeiten für Lena Sittenthaler 7,64 und 50,69 im Moment Rang 9. Nächste am Start, Lusa Ekseki, WSV Königssee. Sanne de Groot nach dem Kreisel 17. beste Zwischenzeit. Auch im Labyrinth.
um die Zeit im Ziel für Sanne de Groot. 51,91 bedeutet hier zunächst Rang 17. Schlitten im Ziel am Start, Lusa Exeki, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startzeit 8:08, die Zeiten für Sanne de Groot 8 Sekunden, Laufzeit 51:91, das ist zunächst Rang 17. Nächste Starterin Marit Koch, BSC Winterberg. Erste Zwischenzeit für Lusa Exeki, 28:28. Anderthalb Sekunden zurück auf die führende Lilly Bierast. Eine Zeit im Ziel 52:29 bedeutet hier im Moment Rang 18. Schlitten im Ziel, am Start Marit Koch, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Startzeit 8:10. Zeiten für Lusa Exeki. Startzeit 8:08, Laufzeit 52:29. Im Moment Rang 18. Nächste Starterin mit der Startnummer 20. Der letzte Schlitten hier im ersten Wertungslauf. Mia Rösler, SV Ilmtal, Manebach. Schauen wir auf die Zwischenzeit für Marit Koch. 28:14. Da ist es im Moment die 17. Zwischenzeit Ausfahrt Kreisel. Schauen wir mal, ob hier im Labyrinth noch etwas möglich ist. Ja, bleibt erstmal soweit dabei und die Zeit im Ziel für Marit Koch. 51:91, da hat sie dann doch noch einen Rang verloren, ist dann zunächst hier auf der 18. Schlitten im Ziel, es geht weiter mit Mia Rösler, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Die Startzeit für Mia Rösler 8:76, Zeiten für Marit Koch 18:51,91, im Moment Rang 18. Nach dem Kreisel 20. beste Zwischenzeit für Mia Rösler und ja, wird nicht besser im Labyrinth und die Zeit im Ziel
53,82 und das ist hier Rang 20. Blicken wir auf die Platzierung. Es führt hier im ersten Lauf Lilly Bierast vor Helena Trampe, 3 Leana Meyer, 4 Laura Löschner, 5 Fenja Graul, 6 Noemi Lietz, 7 Lara Hartmann, 8 Florentina Sorg, 9 Leana Sittenthaler, 10 Maria Schneider, 11 Paulina Hohn, 12 Vanessa Platte, 13 Alina Triebel, 14 Regina Goldbrunner und 15 Stella Florschütz. Ja, und der zweite Lauf dann um 15.20 Uhr, beginnend mit der 15. Platzierten. Stella Florschütz dann als erste gleich am Start in Lauf 2.
Blick auf die Uhr, es wird 14.50 Uhr. Um 15.20 Uhr in 30 Minuten geht es weiter mit dem zweiten Wertungslauf Deutscher Jugend B-Cup Rennrodel. Die Mädchen jetzt hier am Start. Startreihenfolge für den zweiten Lauf sieht wie folgt aus. 15 Platzierte geht als Erste an den Start. Stella Florschütz, BRC 05, Friedrich Roder. Dann Regina Goldbrunner, WSV Königssee. Alina Triebel, WSV Oberwiesenthal. Vanessa Platte, BRC Hallenberg. Paulina Hohn, WSV Königssee. Maria Schneider, ESV Chemnitz, Lena Sittenthaler, RC Berchtesgaden, Florentina Sorg, RT Suhl, Lara Hartmann, BSC Winterberg, Noemi Lietz, RC Berchtesgaden, Fenja Graul, BSC Winterberg, Laura Löschner, WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, Leana Meyer, RC Berchtesgaden, Helena Trampe, SV Ilmtal-Meinebach, Lilly Bierast, RRC Altenberg und danach kommt dann Platz 16 bis Ende. Emma Schulze, BRC Ilsenburg, Sanne de Groot, BSC Winterberg, Marit Koch, BSC Winterberg, Lusa Exeki, WSV Königssee und Mia Rösler, SV Ilmtal-Meinebach. Das Ganze dann um 15.20 Uhr in circa einer halben Stunde.
wo wir hier in der Pause sind zwischen den Läufen im Jugend-B-Cup. Ein Blick nach Beijing. Dort gerade der letzte Schlitten im zweiten Wertungslauf der Rennrodler in der Bahn. Führen tut dort nach zwei Läufen Johannes Ludwig vor Wolfgang Kindl, Österreich. Mit 300stel der Unterschied. Dann geht es in die Zehntel, 13stel zurück auf Rang 3 Dominik Fischnaller, Italien. Und auf Rang 4 Felix Loch mit 38stel zurück. Max Langenhahn als Siebter. Aber wie gesagt, morgen dann noch einmal zwei Wertungsläufe um das olympische Gold. Blick auf die Uhr, es wird 15 Uhr in 20 Minuten. Um 15.20 Uhr geht es weiter mit dem zweiten Wertungslauf Deutscher Jugend B-Cup Rennrodeln und der zweite Lauf der Mädchen.
auf die Uhr 15.05 Uhr. In 15 Minuten geht es hier weiter mit dem zweiten Wertungslauf. Nochmal zur Startreihenfolge. Beginnen tut Stella Florschütz, dann Regina Goldbrunner, Alina Triebel, Vanessa Platte, Paulina Hohn, Maria Schneider, Lena Sittenthaler, Florentina Sorg, Lara Hartmann, Noemi Lietz, Fenja Graul, Laura Löschner, Leana Meyer, Helena Trampe, Lilly Bierast, Emma Schulze, Sonne de Groot, Marit Koch, Lusa Exeki und Mia Rösler.
Blick auf die Uhr, 15.15 Uhr, 5 Minuten noch bis zum zweiten Wertungslauf der Mädchen im Jugend-B-Cup Rennrodel. Erste am Start, Stella Florschütz, BRC 05, Friedrich Roder. Zwei Minuten bis zum ersten Starter, zwei Minuten bis zu Stella Florschütz. Eine Minute. Und bitte Vorsicht an der Bahn. Es geht weiter mit dem zweiten Wertungslauf zum deutschen Jugend-B-Cup im Rennrodeln. Erste Starterin Stella Florschütz, BRC 05, Friedrich Roder, und die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Die Startseite 7, 78.
Nächste Starterin Regina Goldbrunner, WSV Königssee. Stella Florschütz kommt hier gerade durch den Kreisel. Zwischenzeit danach 27:60. Ein paar kleine Unsicherheiten im Labyrinth und die Zeit im Ziel für Stella Florschütz. 50:87, Gesamt 1:42:03. Ja, das sind so erstmal die Richtwerte für die nächsten Starter. Stetten im Ziel. Am Start Regina Goldbrunner, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Startseite 7:63. Die Zeiten für Stella Florschütz. Startseite 7:78. Laufzeit 50:87. Gesamt 1:42:03. Nächste Starterin Alina Triebel, WSV Erzgebirge Oberwiesenthal. Zwischenzeit für Regina Goldbrunner 27:47. Vorsprung in der Addition 1/15 auf die zuvor fahrende Stella Florschütz und die Zeit im Ziel für Regina Goldbrunner 50:64. Gesamt 1:41:79. Damit übernimmt sie im Moment die Führung, 2/10 der Vorsprung. Und der Schlitten im Ziel. Am Start Alina Triebel, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Die Startseite 7:89, Zeiten für Regina Goldbrunner 7:63, 50:64, Gesamt 1:41:79. Nächste Starterin Vanessa Platte, BRC Hallenberg. Zwischenzeit für Alina Triebel 27:68, drittbeste Zwischenzeit im Moment hier nach dem Kreisel. Rückstand circa 2/10, ja, nicht ganz sicher hier am Fahren. Da die 11 noch einmal richtig mitgenommen und jetzt rein in die Zielkurve. Die Zeit im Ziel für Alina Triebel 51:74, Gesamt 1:72:85. Das ist hier zunächst Rang 3, damit hat sie sich um 2 Plätze verschlechtert. Stetten im Ziel. Am Start Vanessa Platte, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet.
unterwegs. Vanessa Platte im Ziel mit 51,26. Drittbeste Laufzeit. Auch nur die dritte Platzierung, 1,42,33. Damit hat auch sie zwei Plätze sich verschlechtert. Schlitten im Ziel. Am Start Paulina Hohn. Die Bahn ist frei. Paulina Hohn gestartet vom WSV Königssee. Die Startzeit 7,75. Die Zeiten für Vanessa Platte, Startzeit 8,02, Laufzeit 51,26, Gesamt 1,42,33. Und nächste am Start, Maria Schneider, RSV Chemnitz. Zwischenzeit für Paulina Hohn, 27,60, zweitbeste Zwischenzeit, ja, wird langsamer, drittbeste, aber sie hat noch einen Vorsprung aus dem ersten Lauf, den sie mitnimmt von ca. 13 Hundertstel, sollte rein theoretisch reichen, hat ein bisschen ausgebaut und die Zeit im Ziel für Paulina Hohn, 50,65, zweitbeste Laufzeit, aber in der Addition 1,41,50, da liegt sie vorne, also im Moment Rang 1. Schlitten im Ziel, am Start Maria Schneider, die Bahn ist frei. Schlitten ist gestartet. Schlitten gestartet, Startzeit 7,66. Die Zeiten für Paulina Hohn, Startzeit 7,75, Gesamt 1,41,50. Damit im Moment die Führung vor Regina Goldbrunner und Stella Florschütz. Nächste Starterin, Lena Sittenthaler vom RC Berchtesgaden. Zwischenzeit 27,64 für Maria Schneider. Zwei Zehntel der Rückstand von Maria Schneider und im Ziel 51,27, Gesamt 1,42,08. Das ist hier zunächst Rang 4, damit drei Plätze verschlechtert. Schlitten im Ziel. Am Start Lena Sittenthaler, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Die Startzeit 7,50 für Lena Sittenthaler. Blick auf die Zeiten von Maria Schneider. 51,27, Gesamt 1,42,08. Im Moment auf Rang 4. Nächste Starterin Florentina Sorg, RT Suhl. Kommen wir zur Zwischenzeit von Lena Sittenthaler. 27,29. Da ist sie im Moment auf der besten Zwischenzeit. 4 Zehntel. Fast 5 Zehntel der Vorsprung hier in Richtung Labyrinth.
rein in die Zielkurve und die Zeit im Ziel für Lena Sittenthaler. 50:49, Gesamt 1:41:19. Damit geht sie hier in Führung. Schlitten im Ziel. Am Start Florentina Sorg, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Startzeit für Florentina Sorg 7:84. Zeiten für Lena Sittenthaler 57, die Startzeit 50:49 im Ziel und 1:41:19. Die Addition heißt, sie liegt im Moment hier in Führung für Paulina Hohn und Regina Goldbrunner. Nächste Starterin Lara Hartmann, BSC Winterberg. Zwischenzeit 27:65 für Florentina Sorg. Sechstbeste Zwischenzeit. Noch liegt sie allerdings in Führung. Sie bringt genug Vorsprung aus dem ersten Lauf mit. Jetzt wird sie auch im Lauf schneller. Drittbeste Zwischenzeit und die Zeit im Ziel für Florentina Sorg. 50:41, Laufbestzeit, Gesamt 1:40:65, halbe Sekunde der Vorsprung. Damit ist sie hier ganz klar in Führung. Schlitten im Ziel am Start, Lara Hartmann, die Bahn ist frei. Schlitten ist gestartet, dann wird sie ja nochmal angefeuert. Die Startzeit 7:68. Die Zeiten für Florentina Sorg 7:84, 50:41 und 1:40:65. Die Addition damit im Moment die Führung vor Lena Sittenthaler und Paulina Hohn. Nächste Starterin Noemi Lietz, RC Berchtesgaden. Schauen wir auf die Zwischenzeit von Lara Hartmann, 27:50. Drittbeste hier im zweiten Lauf nach dem Kreisel. 13. allerdings ihr Vorsprung im Labyrinth. Ja, bleibt so und die Zeit im Ziel für Lara Hartmann 50:28, die Laufbestzeit und Gesamt 1:40:37, das sind 28 Hundertstel Vorsprung und sie bleibt hier im Moment in Führung. So, Schlitten im Ziel, es geht weiter mit Noemi Lietz und die Bahn ist frei. Schlitten ist gestartet, die Startzeit für Noemi Lietz 7:81, die Zeiten für Lara Hartmann, Startzeit 7:68, Laufzeit 50:28, Gesamt 1:40:37. Das ist zunächst die Führung vor Florentina Sorg und Lena Sittenthaler. Nächste Starterin Fenja Graul, BSC Winterberg. Und schauen wir auf die Zwischenzeit von Noemi Lietz 27:37, die zweitbeste Zwischenzeit.
Allerdings Vorsprung von fast 3 Zehntel hier in der Addition. Jetzt liegt sie auch im Lauf vorne bei den Zwischenzeiten. Und eigentlich sollte hier nichts mehr passieren. 3 Zehntel einfach der Zielkurve, der Vorsprung und die Zeit im Ziel für Noemi Lietz. 50,03 Gesamt, 1,40,08. Beides mal die 1 und der Vorsprung 28 Hundertstel. Also damit ist sie hier in Führung. Im Ziel am Start Fenja Graul, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, Startseite 7, 8 und 80. Die Zeiten für Noemi Lietz, Startseite 7,81, Laufzeit 50,03, Gesamt 1,40,08. Nächste Starterin Laura Löschner, WSC Erzgebirge Oberwiesenthal. Schauen wir auf die Zwischenzeit von Fenja Graul, 27,62, siebentbeste Zwischenzeit, nur Rückstand mittlerweile dann schon auf 15 Hundertstel, 2 Zehntel im Labyrinth. Ja, wird etwas kleiner, 16 Hundertstel, jetzt einfach der Zielkurve und die Zeit im Ziel für Fenja Graul, 50,24, zweitbeste Laufzeit, Gesamt 1,40,20, damit ein Rang verschlechtert, fällt zurück hinter Noemi Lietz und ist zunächst auf Rang 2. Schlitten im Ziel am Start Laura Löschner, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startseite 7,50 für Laura Löschner, zweitbeste Startzeit. Zeiten für Fenja Graul, Startseite 7,88, Laufzeit 50,24, Gesamt 1,40,20. Das ist ein Rang verschlechtert, fällt zurück hinter Noemi Lietz. Nächste Starterin Leana Meyer, RC Berchtesgaden. Gucken wir auf die Zwischenzeit von Laura Löschner. Ja, ich sehe da im Moment nur die 1 aufleuchten und der Schlitten im Ziel mit 49,38, Gesamt 1,39,02. Damit ist sie mit über einer Sekunde Vorsprung im Ziel. Schlitten im Ziel, es geht weiter mit Leana Meyer. Und die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startzeit für Leana Meyer 7,37. Zeiten für Laura Löschner, Startseite 7,50, Laufzeit 49,38, Gesamt 1,39,02. Damit ist sie hier ganz klar in Führung vor Noemi Lietz und Fenja Graul. Nächste Starterin, die Zweitplatzierte aus dem ersten Lauf, Helena Trampe, SV Ilmtal, Manebach.
Die Zeit im Ziel 49:31 für Leana Meyer, 1:38:74. Die Gesamtzeit fast 3/10 der Vorsprung und damit bleibt sie hier ganz klar in Führung. Schlitten im Ziel am Start. Helena Trampe, SV Imtal, Manebach, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startzeit für Helena Trampe. 7:38, sehr gute Startzeit. Zeiten für Leana Meyer 7:37, 49:31 und Gesamt 1:38:74 bedeutet hier im Moment die Führung. Nächste dann am Start, die Erstplatzierte aus dem ersten Wertungslauf, Lilly Bierast, RRC Altenberg. Zwischenzeit für Helena Trampe 26:75, die beste Zwischenzeit an dieser Stelle. 27 Hundertstel der Vorsprung, 3/10 Einfahrt der Zielkurve und die Zeit im Ziel für Helena Trampe 49:04, Gesamt 1:38:31. Damit führt sie hier mit 4/10 Vorsprung. Ja, kommen wir zur Erstplatzierten aus dem ersten Wertungslauf. Lilly Bierast, RRC Altenberg und die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Startzeit für Lilly Bierast 7:31. Ja, was für eine Startzeit. Das ist ja schon der Wahnsinn. Die Zeiten für Helena Trampe 7:38, Laufzeit 49:04, Gesamt 1:38:31. Führung im Moment vor Leana Meyer und Laura Löschner. Nächste dann am Start, die 16-Platzierte nach dem ersten Wertungslauf, Emma Schulze, BRC Ilsenburg. Schauen wir aber auf die Zwischenzeit von Lilly Bierast, 26:58. Beste Zwischenzeit, 2/10 der Vorsprung hier auf Helena Trampe. Und wenn sie jetzt keinen großen Fahrfehler im Bereich hier Ausfahrt 13 Zielkurve hinlegt, wird sie hier auch gewinnen. 2/10 immer noch der Vorsprung und die Zeit im Ziel für Lilly Bierast 48:92, Gesamt 1:38:14. Damit geht sie ganz klar in Führung und gewinnt hier den deutschen Jugend-B-Cup der Mädchen. Auf 2 Helena Trampe und 3 Leana Meyer. Aber wir haben noch 5 Schlitten am Start. 16 Platzierte nach dem ersten im Wertungslauf. Emma Schulze, BRC Ilsenburg und die Bahn ist frei. Schlitten gestartet. Die Startzeit 8:06. Zeit noch einmal für Lilly Bierast. Startzeit 7:31. Was für eine fulminante Startzeit. 48:92. Die Zeit im Ziel und Gesamt 1:38:14. Also sie hier auf Rang 1, auf 2 Helena Trampe und 3 Leana Meyer. Zwischenzeit für Emma Schulze 28 Sekunden. Rückstände erspare ich mir ab jetzt. Ja, aber auf dem Weg ins Ziel hier eine kleine Verbesserung der Zeiten. Und die Zeit im Ziel für Emma Schulze gibt es nicht. Da ist sie irgendwo in der Zielkurve abhanden gekommen.
Ja, da sitzt sie im oberen Bereich, hält sich fest, also kommt nicht mehr bis ins Ziel. Also da gibt es dann leider keine Laufzeit. Ja, Schlitten und Sportler sind aus der Bahn. Es geht dann also weiter mit der nächsten Starterin. Mit Sanne de Groot vom BSC Winterberg. Und die Bahn ist frei. Gestartet. Die Startzeit für Sanne de Groot 7:87. Ja, dann leider Pech für Emma Schulze, nicht bis ins Ziel gekommen. Konnte es nicht genau sehen, ob sie da in der Zielkurve abgebogen ist oder gekippt ist. Aber wie gesagt, so wie sie da in der Kurve hing, gehe ich mal von aus, wird sie in die Einfahrt quer hineingefahren sein. Ja, Zwischenzeit für Sanne de Groot 27:97. Nächste Starterin Marit Koch vom BSC Winterberg. Ja, schauen wir mal weiter. Sanne de Groot liegt hier 17. Rang rum mit ihren Zwischenzeiten und die Zeit im Ziel. 52:01, 1:43:92 und das ist hier im Moment Rang 16. Ja, der Schlitten im Ziel am Start. Marit Koch, die Bahn ist frei. Gestartet. Die Startzeit für Marit Koch 8:12. Die Zeiten für Sanne de Groot. Startzeit 7:87, Laufzeit 52:01, Gesamt 1:43:92. Nächste Starterin Lusa Ekseki vom WSV Königssee. Zwischenzeit für Marit Koch 28:14. Zeit im Ziel 51:94, Gesamt 1:43:86. Da ist sie auf Rang 16, hat sich ein Platz verbessert. Schlitten im Ziel am Start, Lusa Ekseki, die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startzeit 8:08. Zeiten für Marit Koch, Startzeit 8:12, 51:94, die Laufzeit Gesamt 1:43:86. Im Moment hier auf Rang 16. Nächste Starterin Mia Rösler vom SV Ilmtal Manebach. Zwischenzeit für Lusa Ekseki 28:27.
Zeit im Ziel 52, 57, 1,44, 86. Das ist Rang 18. Schlitten im Ziel. Am Start Mia Rösler. Die Bahn ist frei. Schlitten gestartet, die Startzeit für Mia Rösler. Startzeit 8,69. Zeiten für Lusa Exegi, Startzeit 8,08. Die Laufzeit 52,57. Die Gesamtzeit 1,44,85. Im Moment Rang 18. Mia Rösler als letzte Starterin hier unterwegs. Gerade im Kreisel schauen wir auf die Zwischenzeit. 29,32. Und im Ziel 53,75, 19 beste Laufzeit, Gesamtzeit 1,47,58, auch hier Rang 19. Blick auf die Platzierung, es gewinnt Lilly Bierast vor Helena Trampe, 3 Ileana Meyer, 4 Laura Löschner, 5 Noemi Lietz und 6 Fenja Graul. 16.30 Uhr geht es weiter mit dem Training der Doppelsitzer und Doppelsitzerinnen.